Hey Leute, und willkommen zu einem, soll ich es nennen, Fazit-Video nach, ich schätze mal, über da 30 Stunden. Wie viele Spiele haben wir gespielt? Ja, mindestens, ne? Ich denke auch, es könnten auch 40 Stunden sein. Das Problem ist nämlich, wir können nicht nachgucken. Aber auf jeden Fall. Ich sehe auch nicht meine Kill-Death-Rate, ich sehe nicht unsere Win-Rate, wir sehen gar nichts. Wir sind auf Level 55 Hardstack, weil wir nicht Prestige können. Wir haben noch immer keinen Battle Pass zum heutigen Zeitpunkt. Wir haben nichts im Shop. So gesagt, also wie es auch schon Game 2 richtig gesagt hat, es ist ein Early Access Spiel. Also für ein Vollpreisspiel, das jetzt über 2 Wochen draußen ist, ist es schon ein bisschen hart, muss ich ehrlich sagen. Hätte mir deutlich mehr erwartet, weil ich liebe es zu leveln und ich liebe es zu sehen, ob ich jetzt gut bin im Spiel oder nicht. Ne? Wenn ich schlecht bin, oder? Ja, schon. Also ich meine, Vorteil ist halt, wenn man sich halt jetzt früh genug geholt hat, wie wir am Anfang halt, dass man halt die Waffen halt jetzt langsam so auch ready hat, ne? Aber es wäre halt schön gewesen, ne? Wir haben bestimmt echt viel Erfahrungspunkte ins, ja. Ich hätte den Battle Pass fertig, ne? Und wäre schon Prestige 3 gefühlt. So. Ja, das meine ich, ja. Und das nervt leider ein bisschen, dass wir jetzt so diese Versuchskaninchen sind und gucken, ob die Server laufen. Das Waffentuning wurde aus- und eingeschalten zwischendurch. Was war noch aus- und ein? Hab schon vergessen. Genau, die Charaktere hier am Anfang, die meiste Zeit waren wir alle der gleiche Soldat. Die Waffen wurden nicht angezeigt. Evador kann auch immer keine Goldskin-Aufgaben sehen. Bei mir war eine Waffe unter Anführungszeichen verbuggt, sondern das Freischalten war falsch dargestanden und so weiter und so. Es ist ein Krampf. Aber was wir geschafft haben, einige Waffen auf Gold zu spielen. Ich habe alle MPs auf Gold und einen Teil davon auch schon auf Platin gespielt. Das finde ich schon ziemlich schick, muss ich sagen, wie es optisch aussieht. Ich habe aber jetzt schon keine Lust, glaube ich, mehr auf Polyatomar und Orion. Ja. Aber mein Platin ist wunderschön, finde ich die Waffen sehr, sehr geil und finde ich auch echt nice. Und damit werden wir auch heute ein bisschen zocken hier in dem Spiel, in dem Video. Weiß nicht, die Mini-Bug-Zocke oder die Well, ich finde beide sehr geile MPs. Ich bin von den Sturmgewehren gerade so ein bisschen, gibt zwar viel Verschiedenes, aber irgendwie bin ich bei den MPs hängen geblieben und finde die am besten bisher. Aber ja, also das Spiel macht natürlich trotzdem Spaß, Punkt. Na? Ja, oh, das ist bei mir schon gefühlt 10-mal abgestürzt. Shade optimieren dauert 3 Jahre. Oder ich verstehe nicht, warum wir tägliche Aufgaben haben, wenn wir seit 2 Wochen gefühlt Max-Level sind. Aber ja, trotzdem macht es Spaß. Auch wenn natürlich wieder wie immer in neuartigen Call of Duty die Leute meist in der Ecke sitzen mit der Shotgun und warten auf dich, dass du um die Ecke kommst. Ja. Oder mit einer MP mit Schild am Rücken rumlaufen, mit dem Sniper rumsitzen, was auch immer. Man kennt's und man gewöhnt sich langsam dran, auch wenn es immer wieder nervt. Weil früher war das nicht so. Aber man gewöhnt sich dran, es macht dann doch Spaß. Und ja, ich würde sagen, Großen und Ganzen ist es geil, das Spiel. 70 Euro auf keinen Fall wert. Das fand ich immer schon zu viel. Weil es ist ein PC-Spiel und der Multiplayer sollte kostenlos sein. Punkt, wie bei Halo. Für die Kampagne kann man gerne Geld verlangen, wie bei Halo. Aber ja, ich denke, ist trotzdem geil und ich denke, wir gehen eine Runde rein, oder? Ja. Vielleicht kriegen wir eine schöne Map und ballern ein bisschen rum. Vielleicht zeige ich auch ein bisschen Vito-Chat, was auch immer ich freischalten werde. Und ja, ich bin gespannt, Leute. Viel Spaß jetzt mit dem. Gut, Leute, wir haben ein Spiel gefunden. Ich hoffe, es wird eine geile Runde. Ah, muss noch sagen, weil ich es vergessen habe. Warzone 2 ist auch noch immer nicht da, immer noch. Ja, aber das kommt in Kürze. Richtig, aber es nervt, denn wir spielen das Spiel seit 28.10. Wir haben keinen Battle Pass, keinen Warzone, keinen Shop. Ich hätte gerne Skin gekauft vielleicht schon, wer weiß. Aber ja, also das fehlt auch noch, wollte ich nochmal dazu sagen. Aber ja, wie ihr doch gerade sagte, in, ich glaube, 2 Tagen, falls ihr das Video heute seht, in 2 Tagen sollte ein fettes Update kommen. Mit hoffentlich Warzone, oder? Ja, ich erwarte es eigentlich schon. Ich auch. Also. Ich auch. Oh, Deathmatch. Oh Gott, jetzt kämpft alle rum. Am Anfang jeder Runde ruckelt bei mir das Spiel ein bisschen rum. Wundert euch da jetzt nicht irgendwie oder so. Aber ja, das wollte ich noch sagen. Warzone ist auch nicht da. Es ist gefühlt nichts da gewesen. Also komplett einfach. Ja, Alexis. Punkt. Spricht einfach am besten. Was ich halt tatsächlich am meisten schade fand, ist halt, dass die angekündigte Rangliste anscheinend aufs nächste Jahr verschoben worden ist. Ja, das ist ja auch wieder. Es gibt schon wieder Skill-Based Matchmaking. Niemand will Skill-Based Matchmaking. Versuch mal mit einem hohen, hohen Level an Treffergenauigkeit, an Skill, was auch immer. Oh, die Rucklerei. Versuch da mal eine komplett neue Waffe hochzuspielen. Oder wenn du so wie ich nie snipest und dann halt die Sniper hochleveln willst, musst, weil du halt Platin oder irgendwas haben willst, dann hast du halt nur Gegner, die dich gefühlt mit der MP one-shotten. Wie sollst du dann in Ruhe was hochleveln, ne? Ja. Deshalb Rangliste, hatten wir gehört, fanden wir geil, aber kam ein bisschen. Wie gesagt, muss erstmal gucken, wie das Spiel für sich läuft. Ich nehme da auch nebenbei gerade auf, mein PC ist schon alt. Es ist halt nicht mehr so einfach alles. Aber ich hoffe, man kann es gut aufnehmen.
Er kommt einfach mit der Granate ins Gesicht! Aber ja, wie gesagt, das Spiel macht trotzdem Spaß. Ich finde die Skins wunderschön, die Grafik ist auch wunderschön für das, dass ich eine 1080er Grafikkarte habe und keine 4000er. Dazu ganz kurz, ich habe eine 980 Ti. Die ist super alt und das läuft super flüssig auf höchsten Einstellungen. Ja. Nur mal so. Das wird geschottgart, wenn ich hingucke. Ja. Kommt der Schockermann da jetzt um die Ecke bei dir? Nee? Doch? War bei dir, ne? Ja, war bei mir. Wusste ich doch. Ach, da hab ich so lange mehr gespielt. Zweite Runde war das Spiel. Meine Fresse. Soll ich sagen? Ja, das hab ich gesagt. Aber grafisch, optisch, Schießen und so weiter macht mega Spaß. Also Trefferfeedback, alles geil. Gibt's nichts zu meckern. Und wie gesagt, die typischen Spieler, die halt rumnerven wieder. Mit ihrem Rumgesitze, Rumgeshotgun. Aber das könnte leider halt dazu machen. Ah, Granaten! Was soll's das machen? Das ist noch also da? Waffenhandling fühlt sich halt echt gut an. Ja, mega, mega. Sehr unique und ich sag mal, die Balance zwischen den Waffen ist auch sehr gut. Man kann ja wirklich jetzt, sich einiges ausruhen. Es gibt nicht die Waffe. Das ist, Nee. Kill Cloud! Nee, da lebt noch was! Hast du den nicht gesehen? Bist du nicht gerade vor mir gestanden? Ich? Ja. Ja, aber nein. Ich bin weggegangen, weil so viele am Fenster standen und ich wurde beschossen. Aber auf jeden Fall, ja, Waffen, wie ich schon sagte, fühlen sich echt mega geil an. Auch Balance ist da, alles funktioniert. Ich habe nur noch das Problem, ich kann mich noch nicht für eine Waffe entscheiden hinter uns. Also, ich habe noch nicht meine Lieblings-MP, ich habe noch nicht mein Lieblings-Sturmgewehr. Also das Ganze auch, steht in der Ecke! Was das Ganze auch nicht einfacher macht. Wenn man erstmal sich einfinden muss, was gefällt einem. Wie gesagt, die MPs, die mir am meisten gefallen, die hier und die andere, habe ich jetzt auf Platin halt gebracht. Und das Gegnergesuche hier, ne? Ist das ein Fenster unten drin? Wahrscheinlich. Da ist auch einer. Ach Gott, das ist mir überall. Oh, hier oben auch. Hier unten auch. Ach Gott. Nein, keine Munition! Ist er noch da? Nee, ja, kannst du noch was sagen? Hast du vergessen, oder? Nö, wüsste ich jetzt noch nicht. Also, das fühlt sich alles geil an, macht doch echt Spaß. Kann man echt nicht rummeckern. Ja. Was ich noch sagen würde, ist halt, dass ich schade finde, wie die Umsetzung des Goldskins ist, weil die ganze Waffe jetzt Gold ist und das sieht nicht schön aus. Ja, was mir auch stört, ist am Gold Dance natürlich. So, ist klar. Dadurch wurde ich aber oft schon durch meine eigene Waffe vom Goldskin geblendet und habe den Gegner nicht gesehen. Ist jetzt auch nicht so geil, ne? Es lenkt doch ab, ne? Beim Schießen. Auf jeden Fall. Also am Platin, finde ich, geht ein bisschen besser. Das ist okay. Ja. Ist ein Gegner noch immer da? Jo. Ah, hinter mir ist noch einer. Die sitzt damit rum. Deathmatch ist furchtbar. Alter, guck mal unser Team an, immer dort. Sieh das mal an. Alter, guck mal, wenn der was da los ist. Oh je. Yeah. Ja. Und wir spielen gerade schon nicht gut. Ja. Aber da ist Spaß. Läuft ganz flüssig. Ist alles flauschig. Da ist ein Trophy-System. Da kennt man Trophy-System. Also man kann schon sagen, also das, was da ist und wenn es funktioniert, das ist die Drohne. Ja, wenn es funktioniert und was da ist, ist geil. Punkt. Ja. No. Waffentuning bin ich auch noch nicht so drin. Ich verschlimmere es euch hier mal. Aber das kennt ihr wahrscheinlich ja, eh. Wenn ihr eine Waffe neu spielt, die Level 1 ist, denkt ihr, oh, geile Waffe. Und dann haut ihr einen Schalter einfach drauf oder irgendwas drauf und die Waffe ist voll für den Arsch. Ja, manches braucht halt auch Zeit, ne? Dass man halt auch merkt, halt, was braucht man, was möchte man. Richtig. Oh, ein Tuning hat es halt echt umfangreicher gemacht, sagen wir es mal so. Genau. Und auch so Dinge wie Geist und so weiter, das Perk, was wir immer gefühlt haben, damit man von der Drohne nicht sichtbar ist, finden wir jetzt auch nicht so geil bisher. Das funktioniert halt nicht richtig. Nee. Also die Frage ist halt, ob es so funktioniert, wie es soll und wir es einfach doof finden oder ob das nicht richtig funktioniert. Ja, also gefühlt, also gefühlt spielt jeder natürlich wieder mit einem 3000 Euro Headset. Das muss man dazu sagen auf jeden Fall. Kann man das Ecke rausnehmen. Weil man hört einen immer. Selbst mit toten Stelle dreht sich der Gegner um und schießt einen ab und ja, also. Daran müssen sie noch arbeiten auf jeden Fall. Ja. Das würde zumindest halt gegen die Camper halt ein bisschen was machen, ne? Ja, auf jeden Fall, ja. Ach, da oben sitzt wieder einer. Aber wie gesagt, Deathmatch ist sowieso ein Camper-Modus. Wir verlieren? Okay, bei unserem Team wundert mich das gar nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, guck doch mal. Guck doch mal! Ja,
Entfernung. Mhm. Aber sonst, ja, wie gesagt, das Gameplay macht Spaß. Also wir hätten es jetzt nicht, also wir hätten es jetzt nicht 30 Stunden oder so gespielt, wenn es scheiße wäre. Wie meine, haben wir auch nicht jetzt gesagt, oh geil, lass mal spielen. Und die Call of Duty ist sowieso, wo ist der? Da oben, immer eine Hassliebe. Ja. Man regt sich ständig auf, aber will trotzdem spielen. Ja. Also auch normal. Weiß gar nicht, ich kann Blutsknopf auch minus machen. Weil die überall rum. Da oben drin. Ah, Granate! Ich habe gerade was Faszinierendes gesehen. An der Doppeltür unten rechts lag jemand mit einer Shotgun hinter der Tür. Blut. Wo es so eine kleine Ecke ist. Wir finden immer ein Plätzchen. Ah, sitzt der auch? Und da hinter mir auch? Hat er hinter mich gekillt oder vor mir? Aber ja, das Gameplay ist geil. Punkt. Maps ist so eine Sache. Es gibt zwei Maps, die kann ich überhaupt nicht leiden. Die Autobahnbrücke oder was das sein soll. Ach, jetzt sitzt schon wieder einer. Die Autobahnbrücke kann ich überhaupt nicht leiden. Und die große Sandmap. Also da bin ich kein Fan von. Da habe ich einfach keinen Bock. Ach man, ja. Diese Drohnen ja von warum. Ja. Bei der Wüstenkarte ist halt. Das ist halt leider einfach eine Sniperkarte. Punkt, ne? Ja, ja. Also, aber dann soll es auch Sniper-only sein oder so. Also ich bin der Fenster da oben drin. Ne? Hier unten auch. Ach, scheiße. Die sitzen jetzt aber drauf. Ja, und bei der Autobahnkarte, also ich muss sagen, dass ich sie mittlerweile lieber mag als am Anfang, aber, ja, aber was ich auf jeden Fall nicht, sehe auf der Karte, ist halt, die Spawns sind nicht sehr abwechslungsreich, das heißt, man spawnt am einen Ende oder am anderen Ende, nicht mittendrin. Ja, die Spawns sind für den Arsch, Das heißt, man muss immer über die ganze Karte laufen, ja. Meistens, weil die Gegner sich da auch nicht viel bewegen. Ich glaube, ich habe auch Minus, bin mir nicht sicher. Rumsitzer. Auf jeden Fall, ja, ja. Auch so, mir fehlt halt eine Mini-Mini-Mini-Map. Ich liebe Shipman. Was machen wir nochmal für eins? Und das gibt's ja auch nicht. Also irgendwas Mini-Mini-Mini-Kleines einfach. Das hätte ich auch gerne. Ja, sowas wie Shipman. Hab ich doch schon gesagt, ja. Ich will einfach nur nochmal so. Ja, das ist auch Minus. Und dann halt Nuketown halt. Ja. 9,22! Und genau solche Gegner hätte ich gern. Dann wär's kein Skill-Based Matchmaking. Aber das ist eigentlich nur bei uns im Team immer so der Fall. Ja, gefühlt halt, ne? Ja. Auch, ja. Was die Camper betrifft. Ne, gefühlt, unser Team bewegt sich immer, aber das Gegnerteam gefühlt oft halt echt. Genau, also im Modus Stellung oder Herrschaft sind eigentlich wir zweimal, die das Spiel gewinnen. Stellung sowieso, also da haben wir meistens so 3 Minuten auf der Stellung gesessen und der Rest, ein paar Sekunden. Also ohne uns würden das so viele Spiele verloren gehen. Also in den teambasierten Sachen, auch Marken, wir versuchen immer alle Marken einzusammeln und. Und da verreckt man halt oft, das ist dann so nervig. Und ja, man verliert es halt trotzdem auch, obwohl du dich so bemühst, weil das Team einfach nicht versteht, welchen Modus es spielt. Also wenn du nicht Team Deathmatch spielst, dann halt dich geflext an das, was du machen sollst. Auch dabei kann man Kills machen. Das ist sogar ganz mehr, auf der, du machst mehr Kills auf der Stellung als drumherum. In den meisten Fällen, wenn die Gegner halt versuchen, auf die Stellung zu kommen. Also es bringt einfach nichts, immer irgendwo rumzusetzen. Du bist nicht cool mit 50 Kills und 0 Sekunden auf der Stellung. Du bist einfach nur vor dir. Das nochmal. Das ist schön. Nein. Und übrigens, wir haben nur einen Raketenwerfer dabei, um Flugzeug abzuschießen. Aber natürlich kannst du wieder mit diesem Raketenwerfer auch Spiele abschießen, was so hart triggert, dass sie das schon wieder im Spiel drin haben, wie immer. Das haben wir nie gefühlt. Das ist so unnötig einfach. Nee. Aber das ist es halt, ne? Also wir spielen ja beide mit Munitionsgrab, wenn wir halt einen Gegner erschossen haben. Genau. Ne? Das heißt, wir haben für die Hauptwaffe halt immer genügend Munition. Genau. Und da waren wir halt an überlegen, was machen wir mit der Sekundärwaffe. Und da haben wir halt gedacht, packen wir einen Raketenwerfer rauf für Drohnen und so weiter. Genau. Aber ja, also... Aber halt... Ja. Aber wie gesagt, aber waffenmäßig, halt, man kann alles ausrüsten. 3 Milliarden Aufsätze, geil. Also noch geil ist das Tunen, wie gesagt. Allein, ich finde es aber auch echt nicht schlecht, was ich noch sagen wollte, dass man verschiedene Waffen spielen muss, um andere Waffen freizuschalten. Weil wenn man alle Waffen mal gespielt hat im Spiel, dann kann man auch den Gegner besser einschätzen. Ne? Trifft der mich auf die Distanz? Wahrscheinlich oder eher nicht. Ne? Wie stark ist seine Waffe im Schaden auf die Distanz? Kann ich ihn im Nahkampf easy besiegen, wenn er jetzt zum Beispiel keine Fennec spielt oder was auch immer? Also man lernt die Waffen sehr gut kennen, finde ich auch sehr gut, wollen wir sagen. Dank bei den Extras kannst du auch einiges einstellen, auch wenn ich finde, dass Geist Clash ist, wie wir schon gesagt haben. Auch bei den Sachen, die man mitnehmen kann, gibt es so viel krasse Scheiße. Aber auch Dinge, die ich dabei hasse, so wie zum Beispiel, dass die Leute am Boden liegen bleiben können, geht mir voll auf die Nerven. Oh, die mobile Deckung gibt mir auch so am Sack, weil die überall steht und die Leute nicht sitzen. Aber ja, also es gibt krass viele Auswahlmöglichkeiten, finde ich schön. Also prinzipiell ein geiles Game, aber viel zu früh erschienen, meiner Meinung. Aber ein paar Tagen kommt dann hoffentlich das fette Update und dann gucken wir auch in Warzone 2 rein, Eber, da. Bin ich schon echt gespannt, hab schon einiges von gehört. Ja, da werden wir ein bisschen reinsuchen und damit dazu auf jeden Fall auch noch ein Video geben zu Warzone 2, denn ich habe immer so meine 1-2 Videos gemacht pro
Craft Spiel. Ist schon zwischendurch Ding bei mir auf dem Kanal. Und ja, danke immer noch fürs Mitsagen. Ja, immer gerne doch. Wir sehen uns gerne beim nächsten Mal wieder, Leute. Egal, bin Call of Duty, Dragon Ball, was auch immer. Hau da rein und ciao. Ciao.